Ich bin in Markkleeberg und habe Lust auf eine kleine Reise. 2-3 Tage, mal schauen, wie lange es dauert. Ich habe das Zelt sicherheitshalber mit eingepackt. Und mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Also ich sehe, da kommt ein Zug, ziemlich langsam gefahren. Hier ist so ein kleiner Eichhörnchenplatz. Und da ist mein Signal, was wichtig ist. Rot, also heißt es, dass sie wahrscheinlich hier warten würden, bis sie auf die Hauptstrecke abbiegen können. Weil wir sind nur auf einer kleinen Nebenstrecke. Mit einem verlassenen Bahnsteig hier vorne. Passend zu meiner Hose ist hier so ein Sicherheitsbändchen von irgendwelchen Containern, glaube ich. České dráhy, tschechische Eisenbahn. Hey Leute, immer noch kein Zug. Fuck. Also etwas tut sich. Da vorne ist das Signal grün geworden rechts.
Ziemlich gemütlich gemacht in so einer kleinen Wiesennische neben den Gleisen. Immer mal kommt ein Zug vorbeigedonnert. Drei bisher in diese Richtung und einer in diese Richtung, weil in der Nähe ein Kohlekraftwerk ist, aber es sind immer nur Tanker. Ich wechsle mal den Ort, weil ich nicht so viel Erfolg hatte. Die Bahn kommt gleich. Gemütlich aus, wie die da sitzen. Vorm Güterzug ist das Stellwerk. Spontan aus dem Bus ausgestiegen, um nach diesem Zug zu gucken, der da oben steht. Mal schauen, ob mein Lok dran ist. Ohne Lok leider. Bauarbeiterhelm gefunden. Geht bald ins Bett. Und hier scheint nicht mehr viel zu passieren.
Ich wurde gerade frontal an dieser Brücke da oben angeleuchtet. Also es gibt Guards und die passen auch auf. Hier darf ich nicht hoch, das ist keine öffentliche. Ich bin mittlerweile so nerdig drauf, dass selbst so ein Trip, wo ich kein Mal wieder Zug fahre und nur am Gleisen rumhänge, mich voll getrennt. Ich habe geschlafen und mir eine Packung Nudeln gekauft und gehe jetzt wieder zu den Gleisen. Versuche einen neuen Spot. Hier stößt eine Linie dazu. Zwei Gleise zu den hinteren zwei Gleisen. Da vorne müsste eine Ampel kommen, wo vielleicht was wartet. Hält jetzt nicht direkt an. Das ist das Signal, was ich meine. Steht auf Rot. Erstmal gute Chancen. Hier ist Bärlauchdschungel, wo die Leute Pesto machen gehen. Container mit Planen oben drauf, also wahrscheinlich oben offen. Boah, davon könnte ich jetzt einen Zeitraffer machen, aber so geduldig bin ich nicht.
Hier neben der Großspur gibt es eine Kleinspurbahn mit Schranken und Signalen und allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber sie haben es. Da bin ich gerade lang gelaufen, mitten durch die Stadt. Macht eigentlich Spaß. Ein bisschen risky, deswegen habe ich die Weste an. Bin gerade so über die Brücke drüber. Da kündigt sich was an. Grün blinken mit einer 6, also wahrscheinlich 60 km/h. Und da kommt auch schon was. Das wäre ein nicer Ride, aber leider ein bisschen zu schnell, wenn ich renne. Aber da fange ich schnell genug. Da kommt der Traumzug. Leider zu schnell auch. Pascosa Transcereales. Versteck meinen Rucksack ein bisschen, damit die Lokführer die Kombi nicht erkennen. Ich bin unsicher, ob man es sehen kann, aber da vorne, direkt unter der roten Ampel, wartet ein Autozug beladen mit Licht an, in meine Richtung. Mal schauen, ob ich schnell genug bin. Könnte Porsche sein. Da steht er. Boah, ich bin jetzt echt nah zum Autozug. Bremsen zischen schon. Ein Arbeiter war gerade draußen, nicht war komplett offensichtlich, aber orange getarnt. Ich hoffe, ich habe Glück. Dort ist ein Terminal, dahinter der Flughafen. Man sieht doch gerade eins abheben. Da fliegt es. Die Lok von meinem Autozug wurde gerade abgekoppelt. Und jetzt steht er einfach nur da. Kann gut sein, dass er zurück ins Terminal geht. Wir werden sehen. Meine Lok kommt zurück, die blaue, aber von der anderen Seite. Vielleicht aufs Abstellgleis. Wie ihr seht, er fährt. Bin allerdings ziemlich sichtbar. Wenn ich hoffe, dann muss ich wohl jetzt. Wir fahren im Stellwerk vorbei, aber scheint verlassen. Also let's go, Alter. Da sieht man den Lok. Auf meiner Seite. Also ich bin hier so hinter dieser Wand und hinter dem Auto eingesperrt. Seht ihr da?
Den Arbeiter. Mein Rucksack ist auf der anderen Seite. Ich überlege, ob ich ihn holen sollte. Glaube aber ja nicht, weil der Kollege da fährt gerade rum. Warten. Adrenalin und warten. Wir fahren mit BMWs. Die sind wahrscheinlich frisch aus dem Werk hier aus der Stadt. Alle Sitze noch mit Folie eingepackt. Und dahinter Containerzüge. Ich glaube, das ist das Ende der Reise. Die Lampe ist angegangen. Etwas piept. Also vielleicht, ganz vielleicht, ist es doch nicht das Ende der Reise. Denn Nummer 6. So, nach 10 Minuten in diesem Auto fällt mir auf, dass das Lenkrad auf der rechten Seite ist. Was geht ab? Wahrscheinlich in England oder so. Und jetzt rollen wir gerade los. Ich sollte mich wahrscheinlich nochmal ducken. Okay, ciao. Da war auch einer drin. Genauso eine orangene Weste wie ich. Don't see me, don't see me. Schön leise ist das. Ich hatte noch nie so eine leise Güterzugfahrt. Ja, und wie ihr sehen könnt, Licht geht einfach an, wenn man die Türen aufmacht. Ist ziemlich normal. Geht auch gleich wieder aus. Destination United Kingdom. Und Abgangshafen Cuxhaven nach Southampton. So ein riesen Flatscreen, Alter. Das ganze Ding ist Bildschirm, oder? Wir fahren am Flughafen vorbei. Ganz schöne Hin- und Her-Wackelfuhre. Wenn man sich die 6 anguckt, sieht man es ein bisschen. Amazon. Thank you.
alter Schornstein. Vielleicht Merseburg? Oder Schomburg? Ha! Eine Runde Golf? Wir fahren langsam, vielleicht es ist bald Zeit auszusteigen. Wenn wir richtig anhalten, hätte ich Bock, den Zug zu verlassen. Bisher sind wir auf einer sehr rechten Spur. Das kann sein, dass wir den Hauptbahnhof dann umrunden. An der Seite vorbeifahren. Nicht wie in der einen Episode mitten durch Dresden Hauptbahnhof durch. Weil das macht nachts, glaube ich, mehr Spaß. Andererseits ist mein Versteck nicht schlecht. Denn ihr seht nichts. Die anderen sehen dann auch nichts. Spannendes. Doch nicht so spannend. Alter, ich bin froh, dass ich nicht so ein Ding genommen habe. Da wäre ich auf jeden Fall jetzt schon dreimal aufgeflogen gewesen. Und wir bremsen. Links sind die ganzen Gleise, rechts von uns ist gar kein Gleis. Das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass wir jetzt vorbeifahren am Hauptbahnhof. Den sieht man dort schon ein bisschen. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen zu safe. Es wird irgendwie auch gerade das 49-Euro-Ticket eingeführt und ich kann es mir einfach gönnen und dann irgendwie zurückfahren, aber ich habe es noch nicht. Es ist gerade eine knausrige Frage, ob ich aussteige oder nicht. Alles ist so schön leise. Ich genieße es echt. Wir fahren einfach an allem vorbei. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber an sehr vielem. In Germany we call it bayerischer Mistwagen. Ich glaube, das ist der zweite Güterbahnhof. Und bisher fahren wir einfach mal durch. Oh, das klingt nach Bremse. Bitte lass mich nicht im Stich. Nummer 6. Da ist jetzt auf jeden Fall Arbeiter und ich werde mich verstecken. Bei mir ergänzt sich langsam die Theorie zu diesen weißen und blauen Ampeln. Weiß heißt einfach Rangieren erlaubt. Und die sind nur so am Boden. Da drüben ist auch noch eine. Ich habe eigentlich Lust auszusteigen. Ich werde es gleich mal probieren. Warnweste und dann rennen. Alright, ein Entschluss ist gefasst. Ich werde fliehen. Ciao. Wenn man über die Zäune geht, passiert das hier, diese Blutflecken. Naja, das ist der Tribut. Mir ist eingefallen, dass ich Verwandtschaft habe in Halle. Die gehe ich jetzt besuchen und penne dort vielleicht. Das ist dann halt eine sehr schöne Hochebene. Einfach da hoch zu krabbeln.
Ich habe den dicksten Haufen. Die ganze Zeit auf, das ist so eine kleine kurze Rangierlok.